Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen IHK-Spezialwebinar zum Thema Post-EEG. Heute erfahren Sie, was Sie mit Ihrer PV-Anlage machen können, nachdem die EEG-Förderung ausgelaufen ist. Aber bevor wir mit dem Webinar heute beginnen, mit dem Fachvortrag, noch einige Hinweise von meiner Seite. Zunächst die Veranstaltungen, die Sie in Kürze noch zum Fachbereich Umwelt sehen, teilnehmen können. Und zwar ist es aus dem Bereich Energie und Umwelt am 8. Juli der CO2-Fußabdruck. Dort lernen Sie, wie Sie diesen ermitteln und auch kommunizieren können. Die Folien erhalten Sie im Nachgang auch nochmal in der Versendung. Das heißt, die Links, die Sie jetzt hier auf den Folien sehen, können Sie dann auch nutzen und sich direkt zu den Veranstaltungen anmelden. Am 10. Juli haben wir auch noch Unternehmen, die mit dem Thema Strommengenabgrenzung Probleme haben, die Möglichkeit, ihre Fragen an uns zu stellen und informiert zu werden. Dort bieten wir mit einem Rechtsanwalt aus München ein IHK-Webinar zum Thema Strommengenabgrenzung an. Wir haben auch noch aus einem Verwandtenbereich der Elektromobilität noch drei Webinare, die wir Ihnen ans Herz legen wollen. Am morgigen Mittwoch bieten wir um 10 Uhr ein Webinar zum Thema Elektroautos und Ladeinfrastruktur an. Es sind noch Plätze verfügbar. Wenn Sie mögen, können Sie sich auch über den Link, den Sie hier in der PowerPoint-Präsentation sehen, noch anmelden. Am 2. Juli und am 17. Juli werden wir aus dem Themenbereich auch noch Webinare anbieten, einmal zu Elektroautos im Fuhrpark und Elektromobilität bei Lkw und Nutzfahrzeugen. Generell können Sie auch immer gerne unsere Homepage besuchen. Da finden Sie immer zu den entsprechenden Themengebieten Umwelt oder auch Energie die entsprechenden Informationen. Hier möchte ich Sie auch herzlich einladen, unseren Newsletter zu abonnieren. Den können Sie auch wieder direkt über die PowerPoint-Folie auffinden. Und dort können Sie diejenigen Sparten abonnieren, für die Sie sich auch interessieren. Auch möchte ich Ihnen nochmal unsere Merkblätter ans Herz legen. Da haben wir in regelmäßigen Abständen, führen wir Merkblätter ein zu verschiedenen Themengebieten, wie zum Beispiel dem Verpackungsgesetz oder dem Elektrogerätegesetz. Schauen Sie auch hier gerne mal vorbei und informieren Sie sich. Zu guter Letzt, bevor wir dann zum Fachvortrag überschreiten können, möchte ich Ihnen noch den IHK Ecofinder ans Herz legen. Der IHK Ecofinder ist ein Branchenhandbuch online für den gesamten Umwelt- und auch Energiebereich. Neuerdings können sich auch Hersteller medizinischer Schutzausrüstung dort registrieren. Ich lade Sie herzlich dazu ein, dass Sie sich dort auch registrieren. Die Registrierung ist kostenlos. Er ist gerade noch im Aufbau der IHK Ecofinder, aber schon in Kürze bin ich mir sicher, dass es ein etabliertes Branchenhandbuch sein wird. Darum seien Sie eines der ersten Unternehmen, die sich dort auch registrieren. Bevor wir nun mit dem Fachvortrag beginnen können, noch ein kleiner Hinweis von mir zu Ihren Fragen. Die haben Sie natürlich auch schon im Vorgang, im Vorfeld zu dieser Veranstaltung stellen können. Vielen Dank dafür. Sie können auch noch während der Veranstaltung Fragen an uns stellen. Einfach bitte in der Chat-Funktion bei Microsoft Teams die Fragen stellen. Wir werden sie dann im zweiten Teil vom Webinar noch behandeln. Nun wünsche ich Ihnen ganz, ganz viele Antworten auf Ihre Fragen. Nun darf ich übergeben an den Herrn Jürgen Münzer, ein ausgesprochener Experte, was das heutige Thema betrifft, von der LEW hier in Augsburg. Ich darf jetzt an den Herrn Münzer übergeben und wünsche Ihnen ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im zweiten Teil, im Fragenteil wieder. Bis gleich. Ja, Augustin, vielen Dank für die einführenden Worte. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Münzer von den Lechwerken aus Augsburg. Ich bin dort im Geschäftskundenbereich in der Abteilung Energiedienstleistungen angesiedelt und speziell für das Thema Photovoltaikanlagen im größeren Stil, sowohl auf Dachflächen als auch Freiflächen unterwegs, vom Vertrieb bis zur Planung und Umsetzung. Und die LEW beschäftigt sich natürlich auch intensiv damit, was passiert mit den Photovoltaikanlagen, die ab nächstes Jahr aus der Förderung fallen. Und da möchte ich Ihnen heute mal so einen groben Rahmen geben, was Sie da erwartet. Ja, das EEG ist inzwischen 20 Jahre alt, eigentlich eine Riesenerfolgsstory. 20 Jahre sind schnell vergangen. Man hat damals nicht gewusst, wie lange halten die Photovoltaikmodule, wie geht es weiter, wenn so eine Anlage in die Jahre kommt.
faktisch, dass die meisten Anlagen eigentlich noch funktionieren und die fallen jetzt nach und nach ab nächstes Jahr aus der EEG-Vergütung, sollen aber natürlich weiter betrieben werden. Sie sind ein Teil der Energiewende und dementsprechend gibt es natürlich auch Ansätze und Lösungen, wie diese Anlagen weiter betrieben werden können. Was erzähle ich Ihnen heute? Ganz kurz, was passiert die nächsten Jahre? Wie kommen die Anlagen aus dem EEG raus? In welchen Größen, in welcher Menge? Was müssen Sie für Anpassungen vornehmen, damit Sie die Anlagen weiter betreiben können? In der Regel wird auf Eigenverbrauch umgestellt, weil das eigentlich der größte Sinn macht. Hier sage ich Ihnen, was Sie da machen können. Wie kann ich den Eigenverbrauch optimieren? Was gibt es da für Möglichkeiten und Grenzen? Und am Schluss dann noch eine Zusammenfassung. Parallel dazu können Sie natürlich jederzeit Ihre Fragen im Chat an uns stellen und anschließend zum Vortrag wollen wir dann versuchen, Ihnen noch weitere Antworten zu geben. Ja, was passiert die nächsten Jahre? Also wenn man natürlich jetzt guckt, wie ist die Photovoltaik losgegangen? Im Jahr 2000 hat man natürlich mit sehr, sehr kleinen Anlagen angefangen. Die waren entsprechend teuer und man hat natürlich auch nicht so richtig genau gewusst, wie funktioniert die ganze Technik. Und da sehen wir, dass die ersten 3 Jahre die Anlagen eigentlich eher klein sind. Ich sage jetzt mal 3 bis 5 bis 10 kW Peak. Und das läuft dann eigentlich die nächsten Jahre hoch. Nichtsdestotrotz haben wir schon in den ersten 3 Jahren schon 13 Megawatt Leistung damals installiert. Und das ist jetzt bezogen auf das EEG-Gebiet. Das waren dann in der Summe ca. 2500 Anlagen in den ersten 3 Jahren. Und genau die werden uns die nächsten 3 Jahre auch beschäftigen, wenn sie aus der EEG-Vergütung fallen. Auf die Bundesrepublik bezogen sehen wir natürlich jetzt die Hochlaufkurve der PV, die Erfolgsstory der PV quasi um 20 Jahre jetzt nach hinten versetzt. Wir sehen, dass am Anfang natürlich die kleinen Anlagen kommen, dann kommt aber auch diese Größe 10 bis 40 kW auf den Dachflächen, dann die 40 bis 750 kW und dann kommt ab 2030 kommen ungefähr dann auch diese ganzen Freiflächenanlagen mit dazu. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit, um diese große Hochlaufkurve dann auch in die Umsetzung zu bringen, was dann die Nachfolge nach dem EEG betrifft. Was muss passieren, damit Sie Ihre Anlage weiter betreiben können? Links sehen Sie, wie es bisher gelaufen ist. Das ist eine sehr komfortable Lösung gewesen. Sie haben Ihre PV-Anlage als Volleinspeiseanlage betrieben und Sie haben Ihre Einspeisevergütung bekommen, entweder als Abschlag oder als tatsächlichen Ertrag, je nachdem, wie groß Ihre Anlage ist. Und letztendlich war Ihr Verteilnetzbetreiber, also die LEW-Verteilnetz, die LVN in abgekürzter Form, war letztendlich der Dienstleister der Bundesnetzagentur, hat die EEG-Vergütung an Sie ausbezahlt und der Strom wurde dann letztendlich an der Strombörse vermarktet. Da haben Sie sich jetzt eigentlich mehr oder weniger eigentlich um gar nichts kümmern müssen. Wenn jetzt dann die EEG-Vergütung ausläuft, dann ist natürlich der Verteilnetzbetreiber auf der technischen Seite schon noch Ihr Ansprechpartner. Er nimmt auch weiterhin die Energie auf, aber er ist nicht mehr der Dienstleister der Bundesnetzagentur, die hier dann die EEG-Vergütung an Sie ausschüttet, sondern er stellt nur noch weiterhin die technischen Rahmenbedingungen zur Verfügung, damit Sie Ihre Energie einspeisen können ins Netz. Eingangs schon gesagt, und da komme ich nachher später auch noch mal genauer drauf, natürlich ist der Eigenverbrauch die präferierte Lösung. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich so sein, dass ein gewisser Teil der erzeugten Energie in Abhängigkeit von der Größe der Anlage und in Abhängigkeit vom Eigenverbrauch natürlich auch überschüssig eingespeist wird. Und um das machen zu können, brauchen Sie einen Direktvermarkter. Das heißt, wenn Sie dann die Anlage umstellen auf nach der EEG-Vergütung, müssen Sie quasi Ihrem Netzbetreiber einen Direktvermarkter nachweisen. Da gibt es verschiedene Lösungen. Und so ein Direktvermarkter, der muss auch entsprechende, sage ich mal, Prozesse und Regularien einhalten, damit er Direktvermarkter sein darf. Und der vermarktet dann die von Ihnen überschüssig zur Verfügung gestellte Energie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sage mal, die interessantesten für Sie sind wahrscheinlich sogenannte Cloud- oder Community-Lösungen. Dann gibt es das Thema, dass Sie mit jemand direkt einen Liefervertrag abschließen, Lieferung an Dritte. Auf Englisch heißt es PPA, Power Purchase Agreement. Das ist gerade ein Riesenthema in der Diskussion. Und dann gibt es als letzte Option noch die Möglichkeit, dass Sie Ihren Strom ganz klassisch an der Strombörse vermarkten über diesen Direktvermarkter, wobei das Letztgenannte natürlich immer in der Regel die schlechteste Lösung darstellt. Bisher haben Sie quasi zwei parallele Stränge an Ihrem Hausanschluss. Das ist einmal Ihr Bezugsstrom, wir reden jetzt über das linke Bild.
Das ist der Bezugszähler und auf der anderen Seite haben Sie quasi Ihren Volleinspeisezähler. Und wenn Sie jetzt umstellen auf diese Eigenverbrauchslösung, dann wird einfach der Einspeisezähler quasi hinter den Bezugszähler gesetzt. Der Bezugszähler wird durch einen Zwei-Richtungszähler ausgetauscht. Und genau diesen Prozess müssen Sie dann entsprechend rechtzeitig vor dem Auslaufen Ihrer EEG-Vergütung in Gang setzen. Bei uns im Netzgebiet der LEW wird die LVN auf diese Einspeiser zukommen und Ihnen erklären, was zu tun ist. Gleichzeitig muss das dann aber natürlich von einem qualifizierten Elektriker entsprechend umgebaut werden. Wichtig ist an dem Punkt, dass dann in der Regel intelligente Messsysteme eingebaut werden. Diese intelligenten Messsysteme brauchen aber auch eine Kommunikationsschnittstelle, wenn es nachher darum geht, dass die überschüssig eingespeiste Energie nachher auch vermarktet werden kann. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Die aktuellen intelligenten Messsysteme haben noch keine Vermarktungsschnittstelle. Das heißt, das ist noch in der Entwicklung. Parallel dazu gibt es aber inzwischen schon sogenannte Energiemanagementsysteme, die auch eine Vermarktungsschnittstelle haben. Also außerhalb des eigentlichen Zählers, des Netzbetreibers, besteht die Möglichkeit, über solche additiven Techniken die entsprechenden Werte rauszuziehen. Und das Ziel soll letztendlich sein, dass wir auf der linken Seite die PV-Anlage haben, die ihre Energie erzeugt und möglichst viel dieser Energie bei Ihnen im Haus bleibt, weil das für Sie immer der größte Nutzen darstellt. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können Warmwasser produzieren. Sie haben unter Umständen steuerbare Geräte und Maschinen im Haushalt oder in Ihrem Unternehmen. Sie haben vielleicht eine stationäre Batterie und vielleicht noch ein Elektrofahrzeug. Und erst wenn die alle, sage ich mal, mit Energie versorgt sind, dann speisen sie Energie überschüssig ein und die muss dann über diesen Vermarkter vermarktet werden. Klar, der hat natürlich mit einer Überschussanlage auch eine sehr große Herausforderung bei einer Volleinspeiseanlage, weiß er genau, was die am Tag bringt, in Abhängigkeit von den Wetterprognosen. Bei einer Überschusseinspeisung wird er erstmal von Ihnen Energie verbraucht. Und dann muss er natürlich diese Restenergie am Markt platzieren. Das sind natürlich sehr, sehr große Herausforderungen. Also das Thema ist natürlich, wie gesagt, der Zählerumbau und gleichzeitig aber auch die Sicherstellung, dass Sie, wenn Sie Energie einspeisen wollen, überschüssig, dann brauchen Sie auch eine sogenannte Vermarkterschnittstelle. Ja, Eigenverbrauch von Solarstrom ist ja jetzt bei neuen Anlagen schon, sage ich mal, die zu wählende Option und bei Ihrer Anlage, die Sie nach 20 Jahren dann umbauen, natürlich auch eine sehr, sehr interessante Lösung. Ihre Anlage, die ab dem 21. Jahr natürlich noch weiterläuft, hat natürlich auch laufende Kosten, Zählerkosten, Versicherungen, Reparaturen. Da kann man von Erzeugungskosten von ca. 4 Cent pro Kilowattstunde ausgehen. Wenn Sie den Strom selber nutzen, dann kommt da auch das EEG wieder und sagt, okay, wenn du den Strom selber nutzt und eine Personenidentität besteht zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher, dann liegt die EEG-Umlage bei 40% der vollen EEG-Umlage. Das sind aktuell ca. 2,7 Cent. Wenn Sie einen Dritten beliefern, also wenn keine Personenidentität da vorhanden ist, und Sie aber nicht das Netz nutzen, dann ist die volle EEG-Umlage abzuführen. Das heißt, einmal haben Sie dann, sage ich mal, Erzeugungskosten intern für sich selber mit ca. 7 Cent. Aber wenn Sie einen Dritten liefern außerhalb des Netzes, dann sind wir bei 11 Cent. Und das steht jetzt im Verhältnis zu einem, sage ich mal, gewerblichen Strompreis von ca. 22 Cent. Da ist es also natürlich hochinteressant, diesen Strom selber zu nutzen. Ich hatte es gerade schon angedeutet, wichtig ist, dass eine Personenidentität herrscht zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Stromkunde. Oft ist es ja so, dass gerade im gewerblichen Bereich eine PV-Anlage unter Umständen dem Firmeneigentümer in Person gehört und die wiederum auf dem Dach der Firma installiert wurde und gleichzeitig aber unten drin zum Beispiel eine GmbH der Stromkunde ist. Das kann ich jetzt entweder durch einen Eigentumsübergang herstellen, diese Personenidentität, oder durch eine Verpachtung der Anlage. Oft hat ja auch ein Generationenwechsel stattgefunden und der PV-Anlagenbetreiber ist gar nicht mehr derjenige, der da unten die Energie verbraucht. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Es ist jetzt kein Muss, es ist aber ein Kann, weil Sie da letztendlich, sage ich mal, nochmal 4 Cent sich Kostenvorteil holen.
Wichtig ist auch, bisher haben Sie ja für Ihre EEG-Vergütung, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig waren, haben Sie ja für die Einnahmen aus der EEG-Vergütung die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen müssen. Wenn Sie jetzt die Energie selber verbrauchen, dann müssen Sie auch dort eine Umsatzsteuererklärung machen für diese selbstverbrauchte Energie. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, auf welcher Basis wird diese Energie oder die Umsatzsteuer berechnet? Und das Finanzamt hat hier gesagt, dass es also nicht der Erzeugungspreis ist und auch nicht ein theoretischer Vergütungspreis, sondern es ist quasi der Preis, den Sie für Ihren Reststrom zahlen müssten. Das ist quasi die Basis der Berechnung für die Umsatzsteuer, die Sie für den selbstverbrauchten Strom abführen müssen. Und auch noch ein wichtiges Thema ist bei größeren Firmen, die unter Umständen Dienstleister in ihrer Firma haben, die Kaffeeautomaten betreiben, die Kantinen betreiben und solche Dinge. Das ist dann auch eine klassische Strommengenlieferung an Dritte und die muss ab 3500 Kilowattstunden pro Jahr, muss die explizit durch einen eigenen Zähler herausgerechnet werden und dann mit der vollen EEG-Umlage belastet werden und abgerechnet werden. Wie kann ich den Eigenverbrauch optimieren? Das sind natürlich wichtige Dinge. Da muss man natürlich zum einen sich natürlich Lastprofile angucken. Ich habe jetzt hier mal drei, sagen wir mal, exemplarische und krasse Beispiele dargestellt. Das eine ist der Eigenverbrauch einer Biogasanlage. Also das Blaue ist immer der Lastgang, der Bezugslastgang. Eine Biogasanlage hat ja auch Bezug für Rührwerke, für Pumpen. Das läuft mehr oder weniger kontinuierlich durch. Und da sehen wir jetzt die PV-Anlage, die hier gelb dargestellt ist. Die wird jeden Tag, wird die im Grunde genommen zu 100% selbst verbraucht. Also solange also diese gelbe Spitze innerhalb des Blauen bleibt, ist das quasi ein kompletter Eigenverbrauch. Das ist natürlich super, ist natürlich aber auch gleichzeitig so, dass ich bei so einer Anlage auch natürlich auch keinen Batteriespeicher mehr sinnvoll einsetzen kann, weil ich habe ja gar keine überschüssige Energie, die ich in diesen Batteriespeicher einspeisen kann. Der zweite Fall ist jetzt ein klassischer Gewerbebetrieb. Da haben wir die langen Wochenenden im Juni, die haben wir jetzt gerade eben gehabt mit Brückentage. Und da sehen wir, dass an solchen Tagen, an Wochenenden, an Brückentagen durchaus Solarenergie überschüssig eingespeist wird. Ich habe eine entsprechende Grundlast und da muss ich natürlich jetzt schauen, wann habe ich diese Überschüsse, kann ich die irgendwie anderweitig noch nutzen, kann ich die einlagern in den Speicher, kann ich Wärme draus machen. Und das dritte Beispiel ist eine Schule, die hat Pfingstferien gehabt, da ist mehr oder weniger gar kein Bedarf da. Das heißt, hier habe ich natürlich eine sehr, sehr hohe Überschusseinspeisung, was natürlich die Eigenverbrauchsquote entsprechend senkt. Batteriespeicher sind heute in aller Munde. Um einen Batteriespeicher vernünftig auszulegen, brauche ich einfach Informationen. Zum einen brauche ich von der PV-Anlage Informationen, wie viel habe ich denn Überschuss tatsächlich? Ja, an wie vielen Tagen im Jahr habe ich Überschuss und kann ich mit diesem Überschuss ungefähr 200 Mal meine Batterie tatsächlich auch voll laden? Auf der anderen Seite muss ich wissen, was habe ich denn nachts für einen Strombedarf und für einen Leistungsbedarf? Ich kann am nächsten Tag immer nur so viel Energie wieder in den Batteriespeicher reinstecken, wie ich nachts rausgezogen habe. Also es bringt mir nichts, 50 Kilowattstunden Batteriespeicherkapazität zu kaufen. Wenn ich nachts nur 20 Kilowattstunden brauche, dann liegen 30 Kilowattstunden brach. Das wäre natürlich unwirtschaftlich. Dann muss ich wissen, was hat der Batteriespeicher für eine Ladeleistung? Wie schnell kann der die Energie aus der PV-Anlage einlagern? Auf der anderen Seite muss ich wissen, wie viel Leistung brauche ich im Unternehmen, damit ich tatsächlich auch mich nachts oder am Wochenende möglichst autark aus dem Batteriespeicher bedienen kann, ohne dass ich jetzt zusätzliche Leistung aus dem Netz brauche. Und dann gibt es noch so Zusatzfunktionen. Brauche ich eine Notstromfunktion in meinem Unternehmen oder möchte ich vielleicht sogar mit dem Batteriespeicher noch Lastmanagement machen? Das sind alles Faktoren, die wichtig sind, damit dieser Batteriespeicher wirtschaftlich zu betreiben ist. Und da ist die Empfehlung als erstes, wenn ich auf Eigenverbrauch umstelle, erstmal ein Energiemonitoring, ein Energiemanagementsystem einzubauen und dann ein Jahr später, wenn ich auf Überschuss umgestellt habe, mir dann Gedanken zu machen, dass ich hier einen Batteriespeicher vielleicht investiere. Ganz kurz zwei, drei Sätze zum Thema Batteriespeicher. Batteriespeicher sind skalierbar. Ein Batteriespeicher besteht immer aus dem Leistungsteil. Das ist quasi der schwarze Teil unten in der Grafik, der Leistungsteil. Und oben habe ich die Kapazität drüber. Und da gibt es dann die sogenannte C-Rate. Der linke Batteriespeicher ist jetzt ein C1-System. Der hat jetzt einen Leistungsteil von 4 kW und einen Kapazitätsteil von 4 Kilowattstunden, also 1:1. Ja, C 0,5 heißt 4 kW Leistung,
8 Kilowattstunden Kapazität, 10,03 heißt 4 kW, 12 Kilowattstunden. Und das kann ich im Grunde genommen mehr oder weniger frei skalieren. Das hängt ein bisschen vom Hersteller ab. Und da kann ich kleine Systeme aufbauen, die für den Hausgebrauch geeignet sind. Und die werden auch wieder hochskaliert. Da kann ich ganze Hallen mit Batteriespeichern füllen. Und dementsprechend wird dann Ihr Batteriespeicher auch ausgelegt auf die Daten, die Sie quasi in diesem Jahr, in Ihrem ersten Jahr mit Energiemonitoring erfasst haben. Lohnt sich ein Batteriespeicher? Links sehen wir, wie sich die Preise entwickeln. Und das trifft eigentlich ziemlich auf den, trifft ziemlich die Realität. Wo liegen wir da? Wir liegen inzwischen bei gewerblichen Speichern, ich sage jetzt mal deutlich, unter 1000 Euro die Kilowattstunde Speicherkapazität. Und wenn man jetzt mal guckt, dann kann man ja die Frage stellen, was kostet es mich jetzt Energie, in diesen Batteriespeicher einzulagern? Und da haben wir rechts, habe ich mal dargestellt, wenn die Kilowattstunde Kapazität 500 Euro kostet, dann kostet mich das Rein- und Rausspeisen dieser Energie aus dem Batteriespeicher 14 Cent. Und darauf muss ich jetzt nur meine Erzeugungskosten rechnen. Wir haben vorher von ca. 7 bis 8 Cent gesprochen, sind wir ungefähr bei 22 Cent. Das heißt, wenn der Batteriespeicher mal, ich sage jetzt mal, unter 700 Euro die Kilowattstunde kostet, dann kann es durchaus für Sie schon interessant sein, einen Batteriespeicher dann zu kaufen, um dann Ihren Eigenverbrauch weiter zu optimieren. Aber das hängt entscheidend davon ab, was haben Sie für einen Systemwirkungsgrad, wie können Sie die Speicherkapazität ausnutzen, wie viele Zyklen haben Sie pro Jahr und was hat der Batteriespeicher für eine Lebensdauer. Ein Batteriespeicher hat natürlich auf der einen Seite die Kapazität, Tagstrom zu Nachtstrom, das ist der Klassiker, den bringt man immer im Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage. Aber auch der Leistungsteil kann hochinteressant sein. Es gibt die sogenannte atypische Netznutzung, dass ich im sogenannten Hochlastzeitfenster meine Spitzenlast senke. Es gibt das Thema bei stromintensiven Betrieben, dass ich hier Leistungsspitzen kappe oder dass ich sogar Primärregelleistung erbringe. Das sind, sage ich mal, Themen bei Kunden, die über 100.000 Kilowattstunden Stromverbrauch haben, sprich die eine sogenannte registrierende Lastgangmessung haben, die können mit einem Batteriespeicher Lasten reduzieren und dadurch auch Geld sparen. Ja, und ein weiterer Punkt ist das Thema Leistungsreserven für Ladeinfrastruktur. Wenn Sie jetzt im größeren Stil Ladeinfrastruktur aufbauen, dann müssen Sie ja auch dafür Leistung bereitstellen, die auch was kostet. Und dementsprechend kann man auch mit einem Batteriespeicher hier dagegen fahren, aus dem eigenen Betrieb quasi Leistung zur Verfügung stellen. Und jetzt haben wir gerade gesehen, was kostet ein stationärer Batteriespeicher. Und jetzt habe ich hier mal drüber geschrieben, PV und PS, solare Elektromobilität und der Speicher fährt. Wenn Sie jetzt ein Elektrofahrzeug kaufen für 30.000 Euro, was durchaus ein realistischer Preis ist und dieses Elektrofahrzeug hat eine Speicherkapazität von 40 Kilowattstunden, dann kostet Sie die Kilowattstunde Speicher in diesem Fahrzeug 750 Euro. Und das ist vorher ein Preis gewesen, den werden wir beim stationären Batteriespeicher erst die nächsten Jahre erreichen. Und jetzt haben wir die verrückte Situation, dass Sie hier quasi einen Speicher haben, der fährt, der hat eine Heizung, der hat ein Radio und der ist schön auch auf der Straße darzustellen, was ja auch umständlich werbliche Zwecke für Ihre Firma darstellen kann. Und der stationäre Batteriespeicher steht im Keller unten. Also allein schon die Kosten für den Batteriespeicher in einem Auto ist eigentlich günstiger wie ein stationärer Batteriespeicher. Und wenn wir jetzt noch die Betriebskosten angucken, dann haben wir ja vorher festgestellt, dass ich für ca. 8 bis 9 Cent meinen Solarstrom herstellen kann nach den 20 Jahren und ich brauche ungefähr 20 Kilowattstunden elektrische Energie, um 100 Kilometer zu fahren. Das heißt, ich habe hier Kosten von 1,60 Euro, wenn ich das mit meiner Solarenergie schaffe, dieses Fahrzeug zu betanken. Und im Vergleich dazu, ein fossil betriebenes Fahrzeug, gehen wir mal von 1,30 Euro pro Liter aus. Ein Liter Sprit hat 10 Kilowattstunden Energie. Das heißt, der kostet mich die Kilowattstunde Energie. In diesem Benzin oder Diesel kostet mich 13 Cent. Bei einem Verbrauch von 7 Liter habe ich ca. 70 Kilowattstunden Verbrauch. Mal die 13 Cent komme ich auf laufende Kosten von 9,10 Euro. Das heißt, da habe ich einen sehr, sehr schönen Kostenvorteil, der sich im Jahr auf über 1000 Euro aufsummiert, wenn ich ein Elektrofahrzeug fahre. Gut. Dann möchte ich noch eine kleine Zusammenfassung geben. Was müssen Sie tun? Sie müssen als erstes Ihre Anlage ummelden beim Netzbetreiber. Wie gesagt, die LEW kommt da oder die LVN kommt da in Kürze oder im Laufe des nächsten viertelhalben Jahres auf Sie zu. Was Sie da alles tun müssen, dann
prüfen Sie bitte, ob Sie die Personenidentität herstellen können und wollen zwischen Erzeuger und Verbraucher. Dann würde ich Ihnen auf jeden Fall ein Energiemonitoringssystem mit Steuerungsfunktion empfehlen. Und dann müssen Sie noch prüfen, wollen Sie tatsächlich ins Netz einspeisen, ja oder nein. Ja, und dann gibt es die Optionen Warmwasser, Elektromobilität, stationäre Batteriespeicher. Klar, da hat die LEW natürlich auch Lösungen für Sie. Da können Sie jederzeit gern auf uns zukommen. Was die Solarstromvermarktung betrifft, denke ich, sind die sinnvollsten Lösungen, dass quasi Erzeuger und Energieversorger gemeinsame Lösungen finden, Cloud-Lösungen, wo sie ihre eigene Energie erstmal quasi im Netz speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückholen können, wenn ihre PV-Anlage zum Beispiel im Winter weniger Leistung bringt. Dann gibt es Community-Lösungen zwischen Erzeugern und anderen Konsumenten. Dann gibt es dieses Thema regionale Direktvermarktung und am Schluss dann die Strombörse. Wichtig ist, was passiert in den gesetzlichen Regelungen. Das EEG wird im Laufe dieses Jahres noch novelliert. Da kommt genau zu dem Punkt natürlich neue Paragraphen mit dazu. Dann haben wir natürlich diesen technischen Aufwand, den ich schon geschildert habe. Es muss die Messung umgebaut werden und es müssen Steuerungs- und Monitoringseinheiten auf der Vermarkterseite implementiert werden. Es entstehen natürlich für die Vermarktung der Energie auch Kosten. Und es gibt natürlich fest etablierte Liefer- und Abrechnungssysteme, die müssen letztendlich von allen, die dann nachher Akteure am Markt der Überschussvermarktung sein wollen, eingehalten werden. Wichtig ist natürlich, dass diese PV-Anlagen, die jetzt noch technisch in Ordnung sind, dass die auch weiter betrieben werden, denn es sind ja eigentlich letztendlich sind alle Anlagen ein Teil der Energiewende. Es handelt sich um einen erschlossenen Energieerzeugungsstandort. Sie betreiben aktiven Klimaschutz und selbst wenn Ihre Anlage irgendwann mal aus technischen Gründen erneuert werden muss, durch den technischen Fortschritt innerhalb der letzten 20 Jahre, haben Sie bei gleicher Modulfläche können Sie heute ca. 30% mehr Leistung installieren, wenn Sie mal irgendwann über ein Repowering nachdenken. Dann haben Sie natürlich eine kostenneutrale Energieerzeugung. Sie haben keinen Brennstoff, den Sie letztendlich einkaufen müssen, sondern Ihre PV-Anlage ist abgeschrieben und liefert die besten Voraussetzungen, um weiterhin günstige Energie zu erzeugen. Sie koppeln sich ab vom Import fossiler Energien oder Deutschland letztendlich und die Wertschöpfung bleibt letztendlich auch in der Region. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse und freue mich natürlich jetzt noch auf die Fragen, die schon da sind oder die jetzt auch noch eingegangen sind und möchte ich natürlich jetzt gerne mit dem Kollegen von IHK Ihnen beantworten. Vielen Dank soweit. Ja, Herr Münzer, vielen herzlichen Dank für Ihren prägnanten und aufschlussreichen Vortrag. Sie haben es zwar schon angeteasert in Ihrem Vortrag, aber vielleicht auch nochmal zusammenfassend. Wie muss ein Unternehmen jetzt genau vorgehen, wenn es sich für eine Direktvermarktung entscheidet, beziehungsweise was sind da für Sie nochmal zusammenfassend die wichtigen Schritte? Also das Wichtigste ist dieser technische Umbau, ja, also auf Eigenverbrauch, dass da die entsprechenden Zähler eingebaut werden, die, sage ich mal, auch die tatsächlich erzeugte Energie darstellen. Momentan haben wir ja gerade bei den kleineren Anlagen ja nur diesen Ferraris-Zähler, den jeder kennt, mit dieser drehenden Scheibe. Da kann ich ja keine momentanen Ist-Werte abrufen. Aber diese neuen elektronischen Zähler, die da kommen, die können das schon. Die brauchen aber dann als zweites noch diese Kommunikationsschnittstelle, damit ein eventueller Vermarkter diese Anlage natürlich auch führen kann in seiner Vermarktung. Das sind die wichtigsten Dinge. Und wie gesagt, aber der Netzbetreiber kommt da drauf zu. Das heißt, zum einen also der technische Umbau und das zweite ist, diesen Direktvermarkter zu finden, der dann meine überschüssige Energie abnimmt. Und das ist auch Voraussetzung vom Netzbetreiber, damit er zulässt, dass Überschuss eingespeist werden kann. Weil sonst hätten wir, sage ich mal, wilde, ungezählte Energie im Netz. Wenn er keinen Direktvermarkter haben möchte, dann muss er quasi den Überschuss verhindern, technisch verhindern am Netz. Das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Auch der Netzbetreiber kommt dann auf die Betroffenen zu. Allerdings kann es auch, meinen Sie, einen Fall geben, in dem der Netzbetreiber nicht auf den Betroffenen zukommt. Und wenn ja, wie viel Vorlaufzeit vor dem Ablauf der EEG-Förderung würden Sie einem solchen Betroffenen vielleicht raten? Also grundsätzlich, ich kann jetzt nur für die LVN sprechen, das ist unsere Tochter, die geht auf die Einspeiser zu. Ich gehe mal davon aus, dass das die anderen Netzbetreiber genauso handhaben werden. Der Elektriker muss natürlich, sage ich mal,
entsprechend mit eingebunden werden und die Handwerker sind immer sehr gut ausgelastet. Insofern würde ich schon empfehlen, dass im zweiten Halbjahr sich der PV-Anlagenbetreiber auf der einen Seite aber mit seinem Elektriker unterhält und den schon so ein bisschen drauf antriggert, dass er hier den nächsten Umbau machen muss. Und dann kommt natürlich auch parallel der Netzbetreiber. Das wird bei uns, wenn ich es richtig weiß, so nach der Sommerpause wird das Ganze losgetreten, weil natürlich auch der Netzbetreiber weiß, dass die Handwerker alle gut zu tun haben. Und insofern kommt diese Informationspost nicht erst vor Weihnachten. Das wäre natürlich fatal. Okay, danke schön. Eine Frage, die uns auch noch erreicht hat, ist, wie der aktuelle Stand ist, den Strom über eine Art Stromgemeinschaft zu vermarkten, und zwar einmal aus regulatorischer, aus technischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht. Also klar, da sind natürlich verschiedene Akteure schon in den Startlöchern und überlegen, wie sie das machen können. Alle müssen sich letztendlich diesen Regelmechanismen unterwerfen, die gibt es. Weil ja der Strommarkt, sage ich mal, sehr, sehr stark reguliert ist. Ich kann ja jetzt schon auch immer wieder meinen Anbieter wechseln. Diese ganzen Prozesse, das muss ja alles standardisiert sein. Auch dann die Vermarktung an der Börse oder wie immer. Und wenn diese Stromgemeinschaft, diese Community, was auch immer, wenn die diese Regeln erfüllen, die müssen sich, glaube ich, bei der Bundesnetzagentur entsprechend zulassen, dann spricht da nichts dagegen. Okay, uns hat, glaube ich, jetzt mittlerweile noch eine Frage erreicht, die hole ich noch ganz kurz ins Bild rein. Und zwar, wie kann oder darf ich die Energie im E-Auto wieder ins Haus einspeisen, beziehungsweise auch im Haus benutzen? Sie sprechen das sogenannte bidirektionale Laden an. Also man kann das Elektrofahrzeug genauso als stationären Speicher nutzen, theoretisch. Es gibt Fahrzeuge, die das schon können. Es gibt aber noch wenig Ladeinfrastruktur, die das kann. Und auch die Kommunikation zwischen Ladeinfrastruktur, Fahrzeug und meinem Energiemanager zu Hause, das steckt alles noch ein bisschen in der Kinderschuhe. Ja, aber da kommt sicher was in Zukunft. Wo man natürlich aufpassen muss, ist jetzt, sage ich mal, so der Fall, dass ich jetzt irgendwo extern meinen Strom lade, vielleicht kostenlos beim Supermarkt und den dann heimfahre und zu Hause dann wieder in mein Netz einspeise. Das sind so Dinge, die müssen dann geregelt werden, wie das abgerechnet oder gezählt wird. Okay. Eine weitere Frage ist auch noch eingetrudelt. Und zwar ist die Frage gekommen, muss ich auch neue Zähler einbauen, wenn ich keinen Überschuss habe oder einspeisen möchte? Also wenn Sie es ganz normal weiterlaufen lassen wollen, dann wäre das ja weiterhin eine Volleinspeisung. Das funktioniert nicht, weil, wie gesagt, Sie brauchen einen Direktvermarkter oder Sie speisen gar nicht mehr ein. Das war ja das, was ich vorher gesagt habe. Wir können jetzt keine ungezählte wilde Energie im Netz brauchen, weil das ja alles letztendlich, sage ich mal, auf die Netzstabilität einwirkt. Sprich, selbst wenn ich nicht den Strom nicht selber nutzen möchte, sondern weiterhin eine Volleinspeisung machen möchte, dann brauche ich einen elektronischen Zähler. Entweder den habe ich schon bei der entsprechend großen Anlage. Ab 30 kW habe ich ja schon in der Regel eine Wandlermessung drin. Bei den kleineren wird es nachgerüstet. Oder ich muss dann verhindern, dass ich ihn einspeise. Ja, das sind die Grundvoraussetzungen. Okay. Soweit ich sehe, sind keine weiteren Fragen mehr gekommen. Insofern kann ich noch auf eine Frage eingehen, die im Vorfeld meiner Veranstaltung noch gestellt wurde. Da will ich Sie noch mal um einen kleinen Ausblick bitten, und zwar in politischer Hinsicht, weil Sie haben ja schon in Ihrer Präsentation gezeigt, in den kommenden Jahren werden sehr, sehr viele Anlagen aus der EEG-Förderung rausfallen. Und es wurde jetzt von der Politik schon einiges getan, zum Beispiel der PV-Deckel wurde aufgehoben. Und wie ist Ihre Einschätzung, wie wird die Politik reagieren auf diesen Umstand und was wäre aus Ihrer Sicht, was wären da auch geeignete Maßnahmen? Also grundsätzlich ist es natürlich so, bei den kleinen Anlagen, also diese Technologie, dieser Umbau von der Zählerarchitektur, von Volleinspeisung auf Überschuss, der kostet natürlich mehr oder weniger immer gleich, ob ich eine kleine Anlage habe oder eine große. Das heißt, das belastet natürlich eine kleine Anlage mehr. Auch diese Technik, diese Vermarktungstechnik, diese Kommunikationsschnittstelle, die einzubauen und auch die laufenden Kosten dieser Kommunikationsschnittstelle sind natürlich immer gleich, ob ich eine große oder eine kleine Anlage habe. Das heißt, bei den kleinen Anlagen, damit die, sage ich mal, wirtschaftlich einspeisen
Und es soll ja auch eingespeist werden. Fatal wäre, wenn die Anlagen jetzt runtergeregelt werden, weil jede Anlage ist ein Teil der Energiewende. Ja, da sage ich mal, da müssen Signale wahrscheinlich auch von der Politik kommen, dass dies für diese kleinen Anlagen, dass da Lösungen gefunden werden, dass es da einen einmaligen Zuschuss gibt oder wie auch immer, ja, dass jeder auch seine Anlage tatsächlich umbaut und nicht nur den Eigenverbrauch macht und quasi eine Netzabregelung macht, sondern dass er den Überschuss auch weiterhin dem Netz der quasi zur Verfügung stellt, damit er weiter vermarktet werden kann. Ja, genau. Wollen Sie noch etwas hinzufügen? Alles gut. Das ist, weil ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort für unseren heutigen Fachvortrag. Dann danke ich Ihnen einmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben und gegebenenfalls auch im Nachgang noch zur Verfügung stehen. Wenn noch Fragen von Ihnen kommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann möchte ich Sie auch gerne nochmal auf unsere Kontaktdaten hinweisen, einmal den Herrn Jürgen Münzer, aber auch vorwiegend gerne an mich können Sie Ihre Fragen richten. Wenn Ihnen im Nachgang zu dieser Veranstaltung noch Fragen einfallen, gerne jederzeit auf mich zutreten. Wir werden diese Fragen noch zusammen mit dem Herrn Münzer dann im Nachgang noch beantworten. Ansonsten freue ich mich sehr, dass Sie heute alle teilgenommen haben. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit begrüßen. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit für die kommenden Tage. Dankeschön, auf Wiedersehen.